select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Wir kommen zur Pressekonferenz, 32. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg, in der Begegnung 1. CFF Pforzheim gegen die TSG Hattner. Endergebnis 2:1 nach torlosem Ergebnis zur Halbzeit. Die Tore, das 0:1 in der 47. Minute durch Sebastian Geisler, dann der Ausgleich zum 1:1 Ruben Reisig in der 79. Minute und schließlich der 2:1 Endstand in der 89. Minute durch Joao Tardelli. Ich begrüße beide Trainer hier bei mir, Beniamino Molinari, TSG Wattner, und Gökhan Göksche, 1. CFR Pforzheim, und möchte auch gleich das Wort an die beiden Trainer richten. Herr Molinari, die letzten 6 Spiele haben Sie 4 Punkte geholt. Ich weiß nicht, dass Sie sich heute ausgerechnet haben. Ich glaube, mit so einem Ergebnis wie in der Hinrunde haben Sie heute nicht gerechnet. Aber dass es so ein nervenaufreibendes Spiel heute wird, hätten Sie wahrscheinlich nicht vermutet. Sehen Sie das so wie ich, wenn ich sage, letztendlich hat der CFR verdient gewonnen, die heute überhaupt nicht. Erstmal Glückwunsch an Pforzheim zum Sieg. Die Voraussetzungen, die wir heute hatten, waren ja nicht wirklich optimal. Ja. Wir haben einige verletzte Spieler, die heute ausgefallen sind, mussten heute auch in der Grundordnung etwas ändern, Spielern auf andere Positionen bringen. Für das fand ich, haben wir es von Anfang an eigentlich recht gut gemacht, haben wenig zugelassen, haben gut verteidigt, haben auch in der ersten Halbzeit die eine oder andere Chance, ein Tor zu erzielen. In der Halbzeit haben wir dann gewusst, dass der Druck natürlich bei Pforzheim liegt, weil sie unbedingt punkten mussten. Gehen dann mit sehr, sehr schönen Tor in die Führung. Haben es dann, denke ich, bis zur 65., 70. Minute wirklich sehr gut im Griff. Ja, können da schon den einen oder anderen Konto einfach noch besser ausspielen, um da vielleicht schon die Vorentscheidung zu erzwingen. Ab der 70. Minute hat man dann schon einen kleineren Bruch gemerkt. Ja. Wir hatten am Ende vom Spiel hatten drei A-Jugendspieler auf dem Platz, die noch A-Jugend spielen. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber man hat schon gemerkt, dass uns so die Abgezocktheit, so ein Spiel dann vor uns über die Bühne zu bringen, einfach fehlt. Die Mannschaft, die ein bisschen mehr Erfahrung hat, die ein bisschen abgezockter ist, lässt sich so ein Spiel einfach nicht mehr nehmen. Da sind wir einfach noch zu grün in den Ohren. Und so kommt dann trotzdem noch zum Sieg, kurz vor Schluss. Fühlt sich im Moment sehr, sehr bitter an, weil ich denke, wir hätten heute auch punkten können. Aus so einem Spiel müssen wir jetzt einfach lernen. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft, die dann in der nächsten Saison solche Spiele dann einfach nicht verlieren darf. Grundsätzlich, die Serie, wo sie gerade anstrengen, ist schon so, dass wir schon gemerkt haben, dass die Oberliga was anderes ist wie die Verbandsliga, dass die Spiele einfach wesentlich intensiver jetzt so auch die Luft vielleicht auch ein bisschen ausgeht, aber das hat heute eigentlich weniger mit dem Spiel heute zu tun gehabt, sondern heute hat einfach so die Abgezocktheit, die kleiner ist, gefehlt, um hier zu kommen. Danke. Vielen Dank, Beniamino Molinari. Gökhan, letztendlich, aber die 3 Punkte geholt, die wir dringend gebraucht haben. In der ersten Halbzeit haben wir wirklich ganz gut angefangen und dann aber nach und nach den Gegner uns aufgebaut, weil wir unsere Chancen nicht benutzt haben, weil wir teilweise wieder schlampig etwas gespielt haben. Gegner geht in Führung nach der Halbzeit und dann war es ein Spiel hopp oder top. Du hast alle nach vorne geordert, schon stark haben den Blick versucht, das Licht zu halten, hat funktioniert. Und vorne, ich glaube, wir haben 5, 6, 7 tausendprozentige Chancen gehabt, so zum Glück. 2 haben dann tatsächlich auch getroffen. Aber oft, glaube ich, tauschen solche Spiele auch nicht, oder? Nee, die brauchen es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, die brauchen es alle nicht. Aber Marco, ich kann ja sehen, du hast ja schon alles gesagt. Wir haben gut angefangen, haben eigentlich das Ding im Griff gehabt, mit Anthony haben wir 3 gute Angriffe gehabt. Aber wir hätten noch mehr machen können oder müssen. Wir haben einfach die Zuspiele verpasst im Mittelfeld und da erwarte ich von meinem Spiel einfach mehr Mut, dass wir hinter die Kette die Bälle spielen und in die Tiefe auch laufen. Das hat einfach heute gefehlt und
nach dem Latten-Treffer, wo der Robert den Ball richtig eigentlich vorlegt, hat das Spiel ein wenig gekippt. Also, ja, mehr in unsere Hälfte gekriegt worden. Und ja, da haben wir schon geklärt, dass man eigentlich nicht einzeln in den Rückstand geraten. Zweite Halbzeit, ja, pennen wir. Ich sage dem Raben, geht drauf, dass sie alle spielen. Der hat doch schon das erste Mal gestartet und hat Foul immer unnötig. Ja, und das Ding landet wieder im Tor. Und da haben wir lange gebraucht, müssen uns aufwachen. Am Ende mussten wir alles aufmachen. Und ich denke, dass wir am Ende mit den Chancen her, von den Chancen her verdient gewonnen haben. Auch wir haben große Ausfälle und ich glaube, wir haben jetzt die fünfte oder sechste englische Woche hintereinander und dass man halt mal auch müde ist und keine Kraft hat und auch das in der Kopf nicht immer mitmacht, weil man enttäuscht von sich selber ist, weil hier oder da die Leistung nicht stimmt, ist was ganz Normales und wir können auch nicht grob austauschen. Ja, manche Spieler laufen wirklich verletzt auf dem Platz und das wissen andere gar nicht. Ich glaube es nicht, möchte es auch nicht äußern, weil ich keine Ausrede suchen möchte. Ball ist schuld, die Wahrheit liegt auf dem Platz und wir kämpfen, das sieht man. Und ja, ich hoffe, wenn Sandhausen heute noch verloren hat, dass wir den ersten Halbzeit gemacht haben. Vielen Dank, Göcker. Ich denke mal, heute gibt es der Mannschaft keinen Vorwurf zu machen, das will ich an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Zu einer Phase, so vielleicht 60. Minute, haben viele vielleicht befürchtet, jetzt lassen sie sich hängen, jetzt haben sie sich aufgegeben. Aber dann ging dieser Hoch durch die Mannschaft und dann hat auch der jemand jeder außerhalb des Spielfeldes gesehen, dass wir uns gewinnen wollen, dass die alles für den Sieg heute geben. Und der Champion hat es auch funktioniert. Insofern bin ich wirklich auch stolz, dass sie so eine Reaktion heute gezeigt haben. Direkt die Frage wegen dem Kustin, also Stacco. Was mit dem so ist, man weiß es wahrscheinlich noch nicht genau, oder sah aus, wie wenn da gar nichts mehr geht. Wie geht's ihm? Nicht gut. Der Dachau im Land ist echt okay. Dann darf ich mich heute bedanken bei unseren Gästen. Wünsche noch einen guten Nachhauseweg nach Wattheim. Gratuliere an der Stelle auch nochmal zum Klassenerhalt, der ja schon feststand. Ich wünsche noch alles Gute für die restlichen zwei Spieltage. Uns allen noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, zum Heimspiel gegen Neckarsulm, das letzte Spiel. Oder noch wichtiger, denke ich mal, für uns alle am 21. Mai, 12.30 Uhr im Nördlinger Panorama-Stadion, das Pokalendspiel gegen den Karlsruher SC. Vielen Dank für heute. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.